Yeah, Freunde, was geht ab? Willkommen zum neuen Video auf beim Kanal, Leute. Freunde, wir spielen heute wieder einen Winter-Deathrun. Aber es ist noch nicht Winter. Aber wir wollen einfach einen Deathrun spielen. Von daher würde ich sagen, Freunde, wenn ihr Bock habt, dass ich daily Videos machen, dann like, don't. Und schreibt Kommentar. Hashtag und. Okay, André ist mit dabei. André sagt spring. André sagt duck. André sagt aufstehen. Was? Oh, was? Oh, Digga, das ist selbst. Das ist so. Digga, das Schuhe sammelt manchmal so Staub, Digga. Das ist okay, der Schuhe. Hey, der Schuhe, das Mikrofon vorne, dieser Popschutz. Popschutz. Ah, ja, ja. Jinx. Digga, warte mal, wenn ein Kondom. Ja? Wenn es ein Verb ist, das Poppen heißt, ist denn ein Popschutz auch ein Kondom? Digga, das ist wild. Hab ich noch nie drüber nachgedacht. Sag mal. Ja. Ich hab so verkackt, Digga. Einfach durchgespielt, Gedanken. Oh mein. Ist es ein Deathrun, wo man down gehen kann? Von daher würde ich sagen, wir regen uns einfach nicht auf. Wir regen uns einfach nicht auf. Oh, ich bin down gegangen. Ich reg mich auf. Nice. Reg dich mal auf. Bro, was muss ich denn machen? Was muss ich denn machen? Bremsen. Nee, oder? Einfach durch. Einfach durch. Einfach durch. Ist es einfach zu leicht. Ich und André, wir haben schon Deathrun so krass durchgespielt, dass wir denken einfach, dass wir was anderes machen müssen, weil wir eben diesen Deathrun schon durchgespielt haben. Und André ist down gegangen, weil er ist runtergerutscht und wir probieren jetzt gleich was aus. Wir versuchen, André zu helfen. So, wilde Hilfe, Digga, der ganz schön dafür. In Autobahn! Wie soll man da hin? Das ist doch viel zu weit, oder? Nein. Nee. Oh! Freunde, was ist das? Das ist so ein random Death Run. Es ist gerade 22.38 Uhr und ich darf nicht rumschreien. Shoot the Snowflakes. Wisst ihr, was das Wilde ist? Ich habe gerade 22.38 Uhr gesagt. André hat nicht mal gemerkt, was gesagt. Nee, hat mir nicht mal zugehört. So ein Ding war das, glaube ich. Wir haben 22.07. 22? Nein, wir haben 21.39 Uhr. Nein, bei mir ist eine andere Zeit. Freunde, ich finde, jeder... Choose the correct path. Ding ist, guck mal. Oder Lecker. Bitte, was Wer soll sagt, das? Dass wir 21.40 Uhr haben? Wer sagt das? Warum nicht 21.50 Uhr einfach? Oder ist das mal Real Talk, ne? Wenn mal jemand fragt, ich sage einfach die falsche Zeit. Digga, ist mal Real Talk. Wer hat überhaupt diese Zeit erfunden? Was ist das? Was ist das, Bro? Wer die Zeit erfunden hat, die Sonne. Ja. Sonne. Ich dachte, das wäre. Mit Schatten. Ich dachte, das wäre Stevens O'Clock. Junge, immer nur rechts einfach. Junge, warum lügst du? Ich wollte nur wissen. Aus der vorletzten. Und jetzt wieder rechts. Ah! Digga, verdammte Scheiße, ich hab's wieder verkackt. Ich hab's wieder verkackt, André. Where are you? Where are you? Where are you? Where is ever. Digga, was ist das heute? Heute ist Staubologie. Ja, das ist Krankheit. Staubologie. Avoid the death. Digga, letztens habe ich richtig rumgeschrien. Weißt du, was Ultra Gaming gesagt hat? Ja? Digga, bitte mach sowas nicht, wegen dem bekomme ich Uritis. Junge, es gibt nur eine Möglichkeit, diese Zone zu treffen. Ich hab zweimal bekommen. Ich schwör's dir, das ist einfach André los. Okay, pass auf. Let's go, Digga. Digga, das ist voll von Odoman, dieses. Nee, das hat er von mir. Echt? Ja. Nee, das hat Dings. Das war meine Idee. Ich schwör, war meine Idee. André down. Bruder hat davon. Ich habe jetzt erst GTA RP gespielt. Ich habe erfunden, wer hätte gesagt, dass ihr alle spielen dürft. Hä, wohin? Das Back to Death Run. Take a screenshot. Ach, Bruder, bitte. Dieser Zwischenraum immer, Freunde. Why you do this? Ich hatte die Ultra-Lags. Digga, ich hatte einfach die Ultra-Schmacks. Oh, jetzt hab ich Bock auf Smacks, auf die Cornflakes. Oh, ja, Mann. Sag mal, was sind die wildesten Cornflakes für dich? Die wildesten Cornflakes, Real Talk, sind Tresor. Ja, die sind sehr nice. Tresor-Nougat-Bits, weil... Nougat-Bits von Aldi sind die wildesten. Safe. Von Aldi. Und, Junge, ich vergesse es mal. Genie Minis, glaube ich, auch ein Favorite. Ja. Und diese, kennt ihr diese Chips, die es gezuckert gibt und ungezuckert? Nee, kennst du diese Müsli, diese weißen kleinen, die aussehen wie so kleine weiße Wolken, die so richtig süß sind? Nee. Das ist so eher Müsli-Richtung. Boah, Digga, Junge. Kenn ich gar nicht. Wieso, was sind deine? Will ich sie aber essen. Ja, Nougat-Bits sind schon die wildesten. Ja. Ich habe letztens von Lion welche gegessen. Die sind auch so Tresor-mäßig, aber außenrum haben die das so Karamell. Bock nicht. Ey, mit Schokolade drin? Ja. Aber du schmeckst die Schokolade nicht so.
Wisst ihr, was ich mich frage? Wenn jetzt zum Beispiel Nutella oder sagen wir Kinderschokolade, erfolgreichste Süßigkeitenkonzern, ich will nicht lügen, europaweit? Oder so? Ja. Safe. Mit Bueno und Blau und sowas. Warum, jetzt mal Real Talk, wenn es einfach so wirtschaftsmäßig einfach schlau denken, warum haben die keine Cornflakes? Haben die es verboten bekommen? Ich weiß nicht, Digga, die gehören doch alle zusammen, Digga. Ja, abgesehen davon, dass Real Talk alle zusammengehören irgendwie. Herr André, wie ist... Hallo, Gravity? Aha. Wieso ist André vor mir, Freunde? Wir sollten weniger über Cornflakes reden. Digga, Cornflakes haben dich kaputt gemacht. Verdammt, Mann. Aber egal, ich komme hier nicht weiter, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Da habe ich unnormal Bock auf Schokolade. Oh, zwei, ich weiß, was wir machen Merk müssen. Ich habe eine reale Frage an dich, ne? Ja, real Hat talk. Hat Smileys auch keine Muffins mehr bei dir? Ich guck jetzt. Freunde, ich guck jetzt einmal ganz kurz bei Lieferando. Ich habe unnormal traurig gemacht. Ob mein Smileys noch Schoko-Muffins hat. Meine hat keine mehr. Dessert? Seit Wochen. Dessert? Wir haben es rausgenommen. Ne? Traurig, oder? Freunde, wenn ihr aus dem Norden kommt, ich glaube, es gibt nur Richtung Norden. Richtung Norden. Schreibt mal in die Kommentare, kennt ihr Smileys? Also nicht der aus der Community, den Smiley, sondern Smileys. Das war so ein Pizzaladen. Also war mein Favorite-Pizzaladen, jetzt nicht mehr. Ich habe 10% Respekt an Odemann verloren. Weil er gesagt hat, schmeckt nicht. Er meinte, schmeckt wie Dominus. Digga, Odum, ich schwöre es euch, Leute, ist es Real Talk eine Beleidigung, wenn jemand sagt, dass eine Smileys-Pizza schmeckt wie Dominus. Dominus feiere ich nicht, weil es richtig durchgetrieft ist. Ja, der Unterschied zwischen, du kannst es nicht kalt essen, Dominus. Ja, richtig. Das schmeckt alles außerdings, die Pizza. Ich mag die Pizza absolut nicht. Die Pasta ist richtig wild, finde ich, bei Smileys. Wir reden einfach nur über Essen, Digga. Oh, Real Talk, Freunde, das ist... Weiße. Ey, wenn ihr mal, apropos Essen, wenn ihr mal Bock habt, dass André und ich mal ein Video machen, wo wir nur essen. Ich schwöre, ich würde machen. Freunde, sagt Bescheid. Real Talk. Dann machen wir einfach so 20 Minuten Talk oder sowas und dann einfach mal über alles reden, Freunde. Wenn ihr mal Bock darauf habt, dann schreibt Hashtag ich hab Bock. Einfach mal Hashtag ich hab Bock in die Kommentare. Wenn ihr mal Bock habt, dass André und ich nur essen. Vielleicht mache ich sogar meine Mikrofon-Sensi ein bisschen höher, dass ihr hört, wie ich esse. ASMR. ASMR-like, ja. Und dann freut sich mein Cutter. Hallo? Ich hab ja? Ich hab doch Cutter. Hast du wieder? Ey, Abude immer noch. Ach, also, okay. Aber wir haben jetzt so Deal gemacht, dass ich Wochen. Nee, dass er. Ich schneide zwei Tage, ich glaube, er den Rest irgendwie sowas. Ah, okay. Freunde, wir sind noch vor André. André. Ich hab mir Earnings dazu. Das stimmt wirklich. Ich hab Earnings dazu, Hund. Ich bin besser als Hund. Sorry, ich hab mehr Earnings, also ich bin ein besserer Hund, ey, besserer Mensch. Du bist ein besserer Hund, ja, das stimmt. Oh, geil, Freunde, ich hab einen Glühwein getrunken mit Haselnuss-Schnaps. Wow. Ein Glühwein. Freunde, ich hab mich für eine Stunde, ich war weg. Ja, das stimmt. Also, Digga. Er ja, aber Glühwein mit Haselnuss klingt richtig wild. Schmeckt richtig krank. At the right present. Welches ist das andere? Sei ehrlich. Rechts irgendwas. Warum lügst du? Ah, da ist eins versteckt. Bro. Hä? Hä? Wenn eins links ist, dann hassen wir andere alle. Rechts ist das. Nein, da ist keins. Doch. Irgendein lilan ist oder rotes. Bro, ich. Ah. Ah, Bro, ich. Ah. Bro, ich. Ah. Bruder. Bruder, trink mein Eistee. Ja, bra, ja. Ha? Einfach. Ich dachte, man muss einfach da durchlaufen. Ich weiß gar nicht, wo André ist. Ich habe nebenbei ganz den Stream offen und guck ganz Zeit, wo er ist. Weil ich bin multi. Level gerade. Ich bin multi. Du bist fertig, André. Nein, ich muss Level noch machen. Guck doch. Du bist fertig. Just walk off. Okay, wir gehen einfach off. Level 30. Wildes Level. Wildes Level, wir tun so, als wenn es gerade weitergeht, weil wir gucken auf die Uhrzeit, wir haben 10 Minuten. André, wir gucken ganz kurz, was das hier drin ist. Fass mal Lama nicht am. Und weg mit dir. Ich hab meine Waffe.
Freunde, ich würde sagen, wenn das Video gefallen hat, gerne, gerne ein Like da lassen. Check gerne ANDEYT. Das war sein Credit-Code. Check gerne ANDE ab. So, André, nutzt MBK oder ANDEYT. Von daher sehen wir uns morgen zum neuen Video. Haut rein. Peace.